Vamos, vamos, hombre. So, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich möchte euch ganz, ganz herzlich zu unserer Menschenkette und Protestdemonstration vor dem Kanzleramt und dann vor dem Bundestag von der Initiative Abrüsten statt Aufrüsten und der Friedenskoordination Berlin willkommen heißen. Es freut mich, dass trotz Corona so, so viele gekommen sind. Ich bitte euch alle, haltet die Hygieneregeln ein, die bei Demonstrationen vorgeschrieben sind. Haltet etwa 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand, wenn ihr nicht im gleichen Haushalt wohnt. Und Mund-Nasen-Schutz bitte alle tragen. Das ist im Rahmen der Hygieneregeln vorgeschrieben. Ich möchte hiermit ganz offiziell die Kundgebung eröffnen und freue mich, einen alten Freund und Friedenskämpfer ansagen zu können, Pablo Miró. Wer von euch in Berlin auf Friedenskundgebungen war, wer bei der Venezuela- oder Kuba-Solidarität gewesen war, wer da war, wo es darum ging, für diejenigen zu kämpfen, die vom globalen Norden unterdrückt werden, der kennt Pablo. Pablo hat mitbekommen, wir machen die Menschenkette, hat gesagt, das ist keine Frage, ich komme zu euch. Pablo wird euch jetzt zwei Lieder spielen. Schön, dass du da bist, Pablo, du hast die Bühne. Pablo! Vamos, carajo! Vamos. Dass uns die Zukunft niemals gleichgültig sei. Dass die Generationen, die nach uns kommen, niemals gleichgültig seien. Dass der Schmerz, der weit weg von hier aber stattfindet, jetzt gerade uns niemals gleichgültig sei. Klatscht mal hier mit, damit es gut fahren wird. Ja, komm, auf den Weg. Und solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente. Muerte, no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Como solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra arañó la suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor fuere más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Cultura diferente. Thank you.
verdrehen. Fakten, Fakten und verstehen, dass die Wahrheit ihnen nicht dient. Nein, nein, es dient ihnen nicht. Oh, doch wir haben keine Angst, haben keine Angst, nicht vor euch. No, no. Und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren. Hey. Macht mal mit! Und wir haben keine Angst, nein, haben keine Angst, nicht vor euch. Das Sagen, sagen sie, Widerstand soll keiner wagen, warnen sie. Überall schleichen sie sich ein. Und bist du nicht dabei, so bist du der Feind. Oh, Julian Assange, wie Mary Edward Snowden. Oh, yeah, yeah. Wie Julian Assange, wie Mary und Edward Snowden. Doch wir haben keine Angst, nein, haben keine Angst, nicht vor euch. Hey! Und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren. Tropfen für Tropfen zerbricht früh oder spät jede Schicht, jede Schicht. Mare, mare mio, mare, mare, na 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 ne. Sie haben das Sagen, sagen sie. Widerstand soll keiner wagen, warnen sie. Oh, wehe, du machst dich mit, dann bist du der Feind. Doch wir haben keine Angst, nicht vor euch. Oh, 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 oh. Und ihr habt solche Angst, dass wir sie verlieren. Tropfen zerbricht früh oder spät jede Schicht, jede Schicht. Da 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 da. Oh, jede Schicht. Hey! Dankeschön. Toll, dass ihr da seid. Wunderbar. Vielen, vielen Dank an Pablo, der uns hier gut eingestimmt hat. Ich heiße euch alle ganz, ganz herzlich willkommen. Wir sind heute hier vor das Kanzleramt gekommen, auf Einladung der Initiative Abrüsten statt Aufrüsten und hier der Friedenskoordination Berlin. Wir stehen hier wie an über 80 verschiedenen Orten in Deutschland, wo sich heute auch Menschen versammeln, um deutlich zu machen, wir sagen Nein, dass im Rahmen des jetzigen Haushaltsberatung der Rüstungshaushalt nochmal um fast 2 Milliarden Euro erhöht werden soll. Wir sagen Nein, dass im Deutschen Bundestag weiterhin darüber nachgedacht wird, Auslandseinsätze der Bundeswehr auszubauen. Und wir sagen auch Nein, dass die Militarisierung der Außenpolitik in diesem Lande immer weiter voranschreitet. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen hier gemeinsam, um deutlich zu machen, dass wir eine andere Form der Politik wollen. Nämlich eine Politik, wo die Friedensfrage, die Entspannung, auch die Entspannung mit China und Russland im Mittelpunkt stehen, wo nicht die Herrschenden stückchenweise mit Militär und Aggressivität dafür sorgen, dass die Aufrüstung in nahezu allen Staaten der Welt immer weiter vorangeht. Deshalb euch allen vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich, dass ihr doch zahlreich da seid und übergebe jetzt an eine Mitmoderatorin Jutta. Ja, danke schön. Es steht viel auf dem Spiel und die Kriegsgefahr wächst. Die Bundesregierung will sich nun auch bewaffnete Drohnen anschaffen.
Das soll am 16., also eine knappe Woche später als die Haushaltsdebatte, weswegen wir heute hier sind, soll das verabschiedet werden. Das hängt, die Abstimmung hängt am seidenen Faden der SPD. Und es wäre gut, wenn wir jede Chance nutzen, denn in der SPD ist noch ein Widerstand vorhanden gegen diese bewaffneten Drohnen. Und wenn wir alle Möglichkeiten nutzen, da die SPD-Genossen noch zu überzeugen, doch dagegen zu stimmen. Also bitte schreibt an die Abgeordneten, die ihr kennt oder auch nicht kennt, oder macht irgendetwas, damit die wissen, wir stehen nicht hinter so einer Abstimmung. Das gleiche ist die US-Raketenstadt, Rammstein. Über Rammstein werden ja bewaffnete Drohnen in der Welt abgeschossen. Und es hat erfreulicherweise beim Oberlandesgericht Münster ein Urteil gegeben, wobei die Bundesregierung aufgefordert wurde, doch mal zu prüfen, ob mit diesen bewaffneten Drohneneinsätzen nicht Völkerrecht verletzt wird. Das Leipziger Oberverwaltungsgericht hat dieses Urteil gekippt. Sie sind der Meinung, dass die Bundesregierung alles richtig macht und dass sie sich nicht kümmern muss. Und die Kommunikation zwischen den USA und der Bundesrepublik läuft auch so, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Jetzt bleibt nur noch das Bundesverwaltungsgericht, das Verfassungsgericht und der Bundesgerichtshof, um das Urteil wiederum zu kippen. Wir brauchen nämlich Entspannung und Abrüstung und keine Drohgebärden. Und das sagt auch unser erster Redner, Rainer Hoffmann. Er ist DGB-Vorsitzender und Mitinitiator und Erstunterstützer der Initiative Neue Entspannungspolitik jetzt, die gegen den Aggressionskurs gegen Russland sich gegründet hat und sicherheitsbildende Maßnahmen, Rüstungskontrolle und Abrüstung fordert. Hier ist Rainer Hoffmann. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, schön, dass ihr an diesem Samstag gekommen seid. Ein ganz herzliches Willkommen zum bundesweiten Aktionstag der gemeinsamen Initiative Abrüsten statt Aufrüsten. Die aktuellen Infektionszahlen haben uns unsere Entscheidung nicht einfach gemacht, heute hier gemeinsam zu demonstrieren, gemeinsam auf die Straße zu gehen und anschließend eine Menschenkette um den Reichstag zu bilden. Dass wir das gemeinsam machen, zeigt, wie wichtig uns unsere Forderungen sind, aufrüsten statt abrüsten. Nein. Abrüsten. Wer hat's gehört? Seid ihr wach? Nochmal. Abrüsten. Macht endlich Schluss mit dem Aufrüstungswahn. Das Gute ist, dass wir nicht nur hier heute in Berlin, sondern auch in 100 anderen Städten in diesem Land Flagge zeigen. Ich finde, das kann sich sehen lassen und das zeigt, wie lebendig und wie bunt die Friedensbewegung in diesem Lande ist. Covid-19 verlangt aber besondere Vorsicht. Wir müssen aufeinander Acht geben. Deshalb, es ist schon gesagt worden, tragt eure Masken, beachtet die Abstandsregeln, jetzt auch, als auch dann, wenn wir gleich die Menschenkette um den Bundestag machen. Nächsten Freitag, auch das wurde schon gesagt, wird der Haushalt im Deutschen Bundestag verabschiedet. Die bisherigen Pläne sehen vor, dass der Verteidigungshaushalt auf knapp 47 Milliarden Euro ansteigen wird. Damit werden die Rüstungsausgaben im 7. Jahr in Folge deutlich angehoben. Im kommenden Jahr noch einmal um 1 Milliarde Euro. Jede und jeder von uns steckt damit 560 Euro in Waffen und Militär. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist absurd,
Das werden wir nicht akzeptieren. Deshalb haben wir uns heute hier gemeinsam versammelt. Wir müssen erleben, wie sich in der Corona-Krise soziale Ungleichheit und die Verteilungskonflikte in unserem Land zuspitzen. Gleichzeitig leistet sich die Politik krasse Fehlentscheidungen bei der Verteilung öffentlicher Mittel, unsere Steuergelder. Wie kann es sein, dass der Bundeshaushalt 2021 selbst in Pandemiezeiten nur halb so viel Geld für das Gesundheitswesen ausgibt wie für den Rüstungsetat? Aber das ist längst noch nicht alles. Wir leben, das wissen wir, in Zeiten gewaltiger Umbrüche. Wenn der Einsatz neuer digitaler Technologien zur Bewältigung des Klimawandels gerecht gestaltet werden soll, brauchen wir gewaltige Investitionen, um unsere Gesellschaft und unseren Sozialstaat zukunftsfest zu machen. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Das heißt aber auch, das öffentliche Geld, das wir jetzt in der Corona-Krise in Konjunkturprogramme und Rettungsschirme in die Hand nehmen, muss so angelegt werden, dass daraus Zukunftsinvestitionen werden in eine ökologisch verträgliche und sozial gerechte Zukunft. Wir müssen investieren in Schulen und Kitas, in den sozialen Wohnungsbau, in die Gesundheit, in die Alterssicherung und natürlich in den ökologischen Umbau und in mehr Klimagerechtigkeit. Für den Deutschen Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften ist es deshalb völlig klar, jeder Euro, der die Rüstungsspirale anheizt, ist ein Euro zu viel. Wir brauchen das Geld für bessere Investitionen in unsere Zukunft. Natürlich zielen unsere Aktionen heute auch darauf ab, auch das ist schon gesagt worden, an den Haushaltsbeschlüssen in der kommenden Woche im Deutschen Bundestag noch nachhaltig was zu ändern. Denn wir wissen, es geht um weit mehr. Wir wollen, dass in den kommenden Jahren Zukunftsinvestitionen zum ganz zentralen Thema des Bundestagswahlkampfs gemacht werden. Das steht aber im krassen Widerspruch zu dem Aberwitz immer steigender Rüstungsausgaben. Wir haben reichlich Grund, einen Kurswechsel zu fordern. Noch immer ist das NATO-Ziel nicht vom Tisch, dass alle Allianzpartner 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgeben sollen. Für Deutschland bedeutet das ein Verteidigungsetat von rund 80 Milliarden Euro. Soweit, liebe Freundinnen und Freunde, soweit dürfen wir es nicht kommen lassen. Deshalb müssen wir jetzt auch all denjenigen Paroli bieten, die nach der Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten und gut, dass Trump in die Wüste geschickt wird, dass jetzt die Forderung erhoben wird, dass wir das 2%-Ziel erreichen sollen. Und das, interessanterweise, über fast alle Parteien hinweg. Ich denke, damit lässt sich das transatlantische Verhältnis nicht zu einem besseren wenden. Was für ein Unfug! Viel dringender stellt sich doch die Frage, wie die transatlantische Partnerschaft in Zukunft aussieht, wenn, wie Joe Biden angekündigt, die USA wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten. Das ist ein wichtiges Signal, das wir gemeinsam
unterstützen müssen. Und deshalb müssen wir auch darüber reden, wie die neue US-Administration und wie wir Europäer gemeinsam den Kampf gegen Klimawandel erfolgreich in den nächsten Jahren aufnehmen werden. Liebe Freundinnen und Freunde, Hochrüsten und Waffengewalt löst keine Probleme. Im Gegenteil. Daran sollten wir uns in diesem Jahr ganz besonders erinnern. Es ist 75 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg beendet und die Welt vom Faschismus befreit wurde. Gleichzeitig gedenken wir in diesem Jahr der katastrophalen Atomwaffenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki. Wenn wir uns ansehen, wo wir heute stehen, 75 Jahre später, ist die Bilanz ernüchternd. Die Welt, in der wir leben, ist durch wachsende Instabilität und Unsicherheit gekennzeichnet. Nationalismus, Protektionismus und Militarismus erstarken in einem unerträglichen Maße. Autoritäre, autokratische und völkische Bewegungen machen sich erneut breit. Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute. 80 Millionen Menschen werden vor allem durch Krieg oder Bürgerkriege zur Flucht gezwungen und müssen ihre Heimat verlassen. Gleichzeitig nimmt das Risiko militärischer Auseinandersetzungen ständig zu. Am deutlichsten zeigt sich das 75 Jahre nach den Atomwaffenabwürfen in Hiroshima und Nagasaki, an den neuen nuklearen irrsinnigen Wettrüsten. Alle neuen Atommächte stecken Unsummen von Geld in die Modernisierung ihrer Waffensysteme. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, ist es heute ein wichtiges Signal in Berlin und in 100 anderen Städten in Deutschland, dass der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen Anfang des Jahres in Kraft treten wird. Ein Sicherheitsverständnis, in dessen Mittelpunkt nach unserer Auffassung soziale Gerechtigkeit und Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft steht, hat mit Aufrüstung gar nichts, aber auch gar nichts gemeinsam. Ein Sicherheitsverständnis, was wir wollen, baut auf sozialer Sicherheit statt militärischer Sicherheit. Ein Sicherheitsverständnis, das auf Konfliktvermeidung und Konfliktprävention setzt. Es ist relativ einfach. Wir können es uns schlicht und ergreifend nicht länger leisten, immer noch mehr in Rüstungsausgaben zu verpulvern. Abrüsten statt aufrüsten. Daran führt kein Weg vorbei. Sonst gefährden wir dauerhaft den äußeren Frieden und riskieren durch neue gesellschaftliche Spaltung auch das friedliche Zusammenleben der Menschen in Europa und in unserem Lande. Wenn wir also schon über 2%-Ziele sprechen, dann würde es doch weit mehr Sinn machen, liebe Freundinnen und Freunde, diese Ausgaben in die Entwicklungszusammenarbeit und in humanitäre Hilfe deutlich zu erhöhen. Konkret hieße das für den Bereich, dass wir für 2021 die geplanten Ausgaben für humanitäre Hilfe um das Vierfache erhöhen müssten. Und genau diese Erkenntnis ist es, dass wir auch bei dem bevorstehenden Bundestagswahlkampf nicht lockerlassen werden, sondern ganz klar fordern, abrüsten
statt aufrüsten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns gemeinsam weiterkämpfen. Glück auf! Lieber Rainer, lieber Rainer, vielen, vielen Dank für deine Rede. Du weißt, die Friedensbewegung und der Deutsche Gewerkschaftsbund kämpfen seit vielen Jahren und Jahrzehnten gemeinsam. Und wir hoffen, dass es uns in den nächsten Jahren gelingen wird, an eine Tradition, die wir in den 80er Jahren schon einmal erreicht hatten, dass wir nämlich gemeinsam darüber diskutieren, wie Transformationskonzepte aussehen können, damit die Kolleginnen und Kollegen, die in den Rüstungsbetrieben arbeiten, in Zukunft nicht mehr Waffen für das Morden, sondern Dinge herstellen können, die helfen, beispielsweise Windkrafträder, beispielsweise Dinge, die der Verkehrswende helfen, und wir gemeinsam mit der IG Metall, mit den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, die sich ja nicht aussuchen können, wo sie arbeiten, die müssen genauso ihr Geld verdienen wie andere, die ins Büro gehen, dafür eintreten können, eine Gesellschaft zu schaffen, die keine Waffen mehr herstellt. Danke, dass du da bist. Schwerte zu Flugscharen war unser Motto und das wird es auch bleiben. Vielen, vielen Dank, Rainer. Als nächsten Redner möchte ich euch jemanden ankündigen, den wir kennen von den Unteilbar-Demonstrationen, den wir kennen von antirassistischen Demonstrationen, wenn es dagegen ging, Leugner von Antisemitismus oder andere Formen von Rassismus vorzugehen. Jemand, der den Parität Stückchen weiter weiterentwickelt hat, zu einem Player, der heute auch in der Friedensbewegung angekommen ist, der gemeinsam deutlich machen will, dass es uns darum gehen muss, Geld nicht für Rüstung, für neue Waffen und für immer mehr Militär auszugeben, sondern Geld dafür auszugeben, dass die Menschen, die in den sozialen Berufen arbeiten, die in den Krankenhäusern arbeiten, die in den Kitas arbeiten, endlich bessere Einkommen bekommen. Ich möchte begrüßen Ulrich Schneider, den Generalsekretär des Paritätischen Gesamtverbandes. Schön, dass du da bist. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, anders als bei den Gewerkschaften sind wir nicht bereits seit Jahrzehnten Teil der Friedensbewegung. Wir haben nicht seit Jahrzehnten mit den Friedensaktivisten zusammengekämpft. Wir als Wohlfahrt, wir der Paritätische, sind erst seit 3 Wochen Unterstützer dieser so wichtigen Initiative. Abrüsten statt aufrüsten. Ich gebe zu, wir haben uns vorher nie viel drum geschert, um friedenspolitische Dinge. Aber wir haben uns gesagt, so geht es nicht weiter, wir müssen uns einmischen. Die gesamte Wohlfahrt muss sich einmischen. Warum? Warum dieser Umschwung in unserem Denken? Wir hatten in den letzten Jahren hier in Deutschland, alle haben wir es mitbekommen, dass auf der Welt derzeit so viele Menschen auf der Flucht sind, wie noch nie zuvor. Millionen von Menschen, die vertrieben sind, die flüchten vor Gewalt, vor Terror. Und eine der Hauptursachen dieser unmenschlichen Situation, in der wir leben, dass Millionen aus ihrer Heimat fliehen müssen, ist Krieg auf dieser Erde. Und wir als Paritätischer, wir glauben einfach nicht daran, dass immer mehr Rüstung zu immer mehr Frieden führen könnte. Wir glauben nicht an diese unsinnige These, dass die wechselseitige Bedrohung Frieden schaffen könnten. Wir glauben nicht daran, dass gegeneinander Frieden schafft. Wir wissen aber, ohne Rüstung gäbe es keinen Krieg. Das ist ganz einfach. Und deswegen, und der Kollege Hoff hat da völlig recht, jeder Euro, der in Rüstung gesteckt wird, ist ein falsches, ein schlecht ausgegebener Euro. Denn wir wissen auch, Rüstung ist immer auch ein mieses Geschäft. Wir wollen keine Rüstung, weil wir einfach zu viel mit Menschen zu tun haben, die unter diesen Kriegen bitter leiden als Wohlfahrtsverband. Aber es gibt noch ein zweites, warum wir sagen, wir müssen jetzt mitmischen. Wir müssen uns einmischen. Es ist in der Tat so, dass wir nicht die großen Strategen sind, dass wir nicht unbedingt als Wohlfahrtsverband jetzt wissen, was gut, was schlecht, was richtig, was falsch ist in dieser hochkomplizierten Materie Friedenspolitik. Was wir aber ganz sicher wissen, ist, dass wir im Moment in dieser Corona-Krise mit schweren, mit schwersten
wirtschaftlichen Folgen zu tun haben. Und wir wissen, nach dem Wirtschaftseinbruch kommt der Steuereinbruch. Und nach diesem Steuereinbruch kommen die wahrscheinlich schlimmsten Verteilungskämpfe, die wir in den letzten Jahren in dieser Bundesrepublik hatten. Und da müssen wir gewappnet sein. Und wir sagen, es ist völlig nicht nur unsinnig und es ist nicht nur fahrlässig, es ist unverantwortlich zu wissen, wenn wir diese Verteilungskämpfe vor uns haben, wenn wir mit Mitteln ordentlich umgehen müssen, jetzt schon zu sagen, wir werden den Rüstungsetat, egal was kommt, immer weiter hochschrauben. Das geht nicht. Dagegen wollen wir zur Wehr setzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben jetzt schon einen Wehretat, der geht auf die 50 Milliarden zu. Wenn wir tatsächlich bis 2031 dem Ziel folgen wollen, 2% des Bruttoinlandsprodukts nur für diesen Rüstungswahnsinn auszugeben, dann wären wir bei 80 oder 90 Milliarden. Das kann nicht sein. Es heißt aus NATO-Kreisen, diese Ausgaben seien wichtig, um Stabilität und Frieden zu gewährleisten. Wir sagen, es ist auch wieder mal Zeit, hier unter uns Stabilität und sozialen Frieden zu gewährleisten. Und dafür brauchen wir das Geld. Weil eine Armutsquote, die war noch nie so hoch seit der Vereinigung für heute. Über 13 Millionen Menschen leben hier in Armut. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass uns 100.000 Pflegekräfte in Altenheimen fehlen. 80.000 Pflegekräfte fehlen in den Krankenhäusern. Es fehlen uns rund 100.000 Erzieherinnen und Erzieher. Und wir sagen, das Geld, was da in Rüstung gesteckt wird, sollten wir genau da reinsetzen. In Pflege, in Erziehung, in Bildung, in soziale Sicherheit. Denn das schafft Frieden hier unter uns. Wir wollen endlich Stabilität auch wieder in Deutschland. Wir sind ein instabiles Land geworden. Man braucht sich nur diesen rechtsradikalen Spuk anschauen, mit dem wir es zu tun haben und wo mittlerweile dort im Bundestag auch die Handlanger dieser rechtsradikalen Platz genommen haben. Das muss weg! Und die beste Politik gegen Rechtsradikale ist eine gute Sozialpolitik, ist eine Politik, die Sicherheit schafft, ist eine Politik, die alle mitnimmt. Das wollen wir und kein Rüstungswahnsinn. Deswegen, das sei versprochen, werdet ihr ab sofort den Paritätischen Wohlfahrtsverband einen verlässlichen Bündnispartner haben, wenn es um Friedenspolitik geht, wenn es um Abrüstungspolitik geht. Ich freue mich, dass ich hier heute zu euch sprechen durfte und es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Heute machen wir eine Menschenkette, heute setzen wir ein Signal, heute appellieren wir an die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, widersetzt euch diesem Irrsinn, kommt endlich auf den richtigen Pfad zurück. Geld in Soziale, Geld in Bildung, Geld in die Menschen, aber nicht in Waffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Ulrich Schneider. Wir werden auf dein Angebot zurückkommen. Die nächste Veranstaltung wartet auf dich. Ja, Miriam hat gerade mit mir hinter der Bühne gesprochen und sagt, ihr seid doch wahrscheinlich die Generation Frieden. Ich bin eine Generation Klima und wir müssten jetzt mal endlich zusammenkommen. Also wir sind ja schon seit Monaten dabei, das irgendwie hinzukriegen, dass die starke Klimabewegung und die Friedensbewegung zusammengehen. Denn der Krieg ist ein ganz, ganz großer Klimakiller. Und wenn Atombomben hergestellt werden und fallen, dann ist die Welt kaputt. Und jetzt freue ich mich, dass Miriam Rapior, sie ist im Vorstand der Bund Jugend und bei Fridays for Future aktiv. Und jetzt spricht sie zu uns. Liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, Jutta hat es richtig gesagt, ich bin Teil der Generation Klima. Ich bin 1996 geboren. Ich habe den Kalten Krieg nicht erlebt. Ich habe gar keinen Krieg erlebt, keinerlei gewaltvolle Konflikte mitbekommen. Und das ist gut so. Mit den derzeitigen Haushaltsvorschlägen setzt unsere Regierung erneut die falschen Prioritäten. Erwartet unsere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer denn wirklich, dass ein Säbelrasseln zu mehr Frieden, zu weniger Gewalt führt? Aus Sicht meiner Generation ist es nicht nachvollziehbar, dass für Verteidigung und Sicherheitspolitik jährlich mehr und mehr Geld zur Verfügung stehen soll.
Wird das jetzt jedes Jahr so sein? Wird das jedes Jahr so gehen, bis wir das willkürliche Ziel von 2% des BIP erreicht haben? 2018 begann der Klimastreik von Fridays for Future. Viele junge Menschen haben Freitag, Tag für Tag für ambitionierte Klimamaßnahmen demonstriert. 2019 waren es Millionen junger Menschen weltweit. Die Anliegen von jungen Menschen, unsere Anliegen müssen gehört werden. Für uns ist es völlig unverständlich, welche Themen von der Bundesregierung priorisiert werden. Für welche Themen der Staat richtig viel Geld in die Hand nimmt. Wir stehen hier heute nicht nur, weil wir eine Entspannungspolitik fordern. Wir stehen auch hier, weil die Mehrausgaben für Auf- und Hochrüstung nur die Spitze des Eisbergs sind und die Rückwärtsgewandtheit unserer Politik manifestiert. Frieden und Sicherheit werden nicht durch bewaffnete Drohnen und andere militärische Anschaffungen erreicht. Stattdessen sollten unsere Politiker, unsere Politikerinnen die Probleme unserer Zeit an den Wurzeln packen. Wenn die Folgen des Klimawandels spürbarer werden, so werden sich humanitäre Krisen verschärfen und die Frage des Miteinanders stellt sich. Möchten wir unsere geografischen Grenzen bis aufs Blut verteidigen? Oder sorgen wir jetzt für globale Klimagerechtigkeit? Die Investition in Klima führt zu Frieden, weil die Klimakrise und die Verknappung von natürlichen Ressourcen zu bewaffneten Konflikten führt. Wir müssen die Ursachen von Konflikt und Krieg angehen, zum Beispiel durch die Prävention von Naturkatastrophen. Umweltschutz bedeutet Friedenswahrung. Die globale Umweltbewegung hat viele Menschen aufgerüttelt und uns daran erinnert, dass wir für globale Klimagerechtigkeit kämpfen sollen, kämpfen müssen. Wo ist unsere Solidarität mit den Opfern von Gewalt, Krieg und Naturkatastrophen? Internationale Solidarität bedeutet, würdige Lebensbedingungen weltweit zu fördern, statt den Grenzschutz zu stärken und passiv zuzusehen, wie Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken. Der Umgang von europäischen Politikerinnen in Sachen Migration und Flucht ist ein humanitärer Skandal. Auch innenpolitisch ist der Handlungsbedarf groß. Das Problem ist immer das Geld. Seit Jahren prangern junge Menschen die Bedingungen auf dem Land, in ländlichen Räumen an. Sei es in Fragen der Digitalisierung, in Fragen der Bildung, Stichwort Lehrkräftemangel, oder in Fragen der Anbindung durch den öffentlichen Personenverkehr, Stichwort ein Bus pro Tag. Für all diese Probleme ist eine Sache entscheidend. Es fehlt an Geld, es fehlt an öffentlichen Mitteln. Ich bin das jüngste Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft. Und auch da wird deutlich, wir könnten so viel tun, wir könnten so viel im Bereich Umwelt und Naturschutz tun, wenn nur das Geld da wäre. Für die soziale und ökologische Gestaltung unserer Gesellschaft nimmt die Bundesregierung nicht genug Geld in die Hand und das ist völlig inakzeptabel. Ich bin Mitte 20, ich bin in vier verschiedenen Ländern aufgewachsen, darunter Russland. Ich hatte nie Angst vor gewaltsamen Konflikten. Die Ängste meiner Eltern, Angst vor Eskalation während des Kalten Krieges, musste ich nie erleben. Die Ängste meiner Großeltern, das Elend während des Zweiten Weltkriegs, sind mir fremd. Für uns junge Menschen ist der Gedanke an Krieg unvorstellbar, gar absurd. Wir leben seit Jahrzehnten in Frieden und das ist gut so. Das muss so bleiben, dafür sind wir alle heute hier. Abrüsten statt aufrüsten. Und ich habe zum Schluss einen Spruch unserer Klimademos mitgebracht. Wir sagen immer, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft raubt. Und wir sind heute hier, weil uns die Bundesregierung den Frieden droht zu rauben. Deshalb möchte ich mit euch sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns den Frieden raubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns den Frieden raubt.
raubt. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns den Frieden raubt. Danke. Liebe Mirjam, vielen, vielen Dank für deine Rede. Wir werden dann jetzt gleich beginnen, die Menschenkette aufzurollen. Ich bitte euch dann, euch alle dann einzureihen. Das erste Transparent, das läuft, ist das gelbe, wo drauf steht Abrüsten statt Aufrüsten mit den Naturfreunde-Fahnen. Wir werden dann alle loslaufen hier über die Straße drüber, sobald das geht, gehen dann links auf den Bürgersteig bis zum Ende des Reichstages, werden dann rechts abbiegen auf den Friedrich-Ebert-Platz. So, bitte die Kette weiterlaufen, weiterlaufen, nicht stehen bleiben.
Andersrum, andersrum. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro
madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que estoy amando. Ich danke dir, Leben, hast mir so viel gegeben. Eine Stimme zum Singen bringt die Worte zum Klingen, Hände zum Spielen auf vielen Klavieren, Lust am Erlernen und Ausprobieren und so viel Zeit voller Zärtlichkeit. Das Spiel hätten wir schon längst verloren. Ist sicher jemand von dort oben. Sieh dich um, erkenne die Millionen, die empört unsere Welt bewohnen. Uns wollen sie zersplittert, ungetrennt, dass keiner sich im Nächsten erkennt. Am liebsten sehen sie uns deprimiert, dafür werden schlechte Nachrichten serviert. Sie wissen ganz genau, sogar besser als wir selbst, dass wir zusammen Macht sind. Somos el poder, somos el poder. Wir sind die Macht, nous sommes le pouvoir, siamo il potere. Durchschaubare Finanzkrisen, keiner soll's verstehen, ist die Devise. So berauben sie uns Tag und Nacht mit viel Charme, Glamour und Eleganz. Mittels Medienstrategie sollen wir Hoffnung verlieren. Hunderte von Ablenkungsmanövern, damit wir ja nicht in der Wahrheit stöbern. Falls dies nicht gelingt, hört man ihre Zähne klappern, dann wissen sie Bescheid, bald sind wir bereit. Somos el poder, wir sind die Macht, nous sommes le pouvoir, siamo il potere. Meine Gitarre, Stimme und Wut. Früher oder später findet jeder seinen Mut. Denn es gibt unendlich viele Wege, Indignados uns zusammen zu wehren. Die Geschichte hat's bewiesen, von Mandela bis Vietnam. Wenn wir zusammenhalten, bleibt nichts mehr beim Alten. Somos el poder, wir sind die Macht. Sommes le pouvoir, siamo il potere. Siamo il potere. Nous sommes le pouvoir, monsieur. Somos el poder, escuchen bien.
Freiheit auch die Freiheit ihres Nachbarn brauchen zu erstehen. Alle für die nehmen schön, die geben ist, und Geld verdienen nicht das ganze Leben ist. Die von ihrer Schwäche sprechen und sie ein Es gibt so viele, die wieder auf bessere Zeiten warten, wo keiner sich mehr Angst um morgen macht. Aber unser Morgenrot ruft nicht nach einer Nacht geschlafen Nacht. Wir träumen von einer Revolution hier. Vom Bundeskanzleramt haben wir die ganze Zeit gestanden. Na. Und jetzt geht es gerade hier rund um den. Ja, jetzt haben sie die Bühne da abgebaut. Warte mal. Für die Friedensbewegung ein großer Erfolg war. Wir werden jetzt noch zwei kurze Reden haben und dann wird Pablo uns noch zwei Lieder spielen und dann haben wir das Ganze etwa in einer Viertelstunde geschafft. Schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Euch vielen, vielen Dank. Wir warten noch etwa eine Minute, bis der Schluss zu sehen ist. Ich sehe auch schon, dass sie angekommen sind. Wir sind gemeinsam auf die Straße gegangen, weil in der nächsten Woche der Bundeshaushalt verabschiedet wird. Gemeinsam haben wir dabei deutlich gemacht, dass wir nicht wollen, dass immer mehr Geld ausgegeben wird für Rüstung, für neue Waffen und dafür, dass immer mehr Soldatinnen und Soldaten in die Welt geschickt werden. Deshalb freut es mich ganz besonders, jemanden begrüßen zu können, der jetzt zu euch spricht, der seit vielen Jahren und Jahrzehnten zur Berliner Friedensbewegung, zur Friedenskoordination gehört, die viele der Ostermärsche, viele der Demonstrationen, aber auch schon Demonstrationen mit mehr als 100.000 Menschen, die hier in Berlin stattgefunden haben, als es damals gegen den Irakkrieg ging, organisiert hat. Ich grüße Jutta Kausch. Jutta Kausch, eine der Koordinatorinnen der Berliner Friedenskoordination. Schön, dass du da bist. Du hast das Wort. Ja, ich gehöre zur Generation der 19. Ich habe jetzt 40-Jähriges in der Berliner Friedenskoordination gerade gefeiert. Ja, nächste Woche soll also über den Bundeshaushalt 2021 abgestimmt werden. Wir stecken mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Wirtschaft stagniert schon länger. Die Corona-Pandemie überdeckt sie zwar, dennoch ist die Krise da. Und es verdienen einige nicht schlecht, trotz und auch wegen Corona. Solidarität
ein in diesen Zeiten stark missbrauchter Begriff, wird immer nur vom gemeinen Volk erwartet. Das ist unanständig. Ein solidarisches Verhalten derjenigen, die in den guten Zeiten viel Rendite gemacht haben, den Menschen gegenüber, die heute nicht wissen, wie sie über den nächsten Monat kommen, ist ausgesprochen gering. Fürs Zahlen ist der Staat zuständig. Fürs Kassieren die Aktionäre, Konzerne, Unternehmer. Wir haben heute ja schon gehört, wofür Geld dringend benötigt wird. Und auch ich bin der Meinung, dass staatliches Geld da ausgegeben werden soll, wo es den Menschen nützt. Aber Aufrüstung nützt den Menschen nicht. Selbst wenn die Nation, die Gemeinschaft, das Volk, also wir, Geld im Überfluss hätten, wäre eine Aufrüstung, wie sie im nächsten Bundeshaushalt und über diesen hinaus geplant ist, unnötig. Ja, sie wäre ein Verbrechen. Wir brauchen die neuen, präziseren Atombomben nicht, die die USA anschaffen wollen, um sich hier auf deutschem Boden zu stationieren, zum Beispiel in Büchel, und die tief ins Erdreich eindringen können, um Kommandozentralen zu zerstören. Wir brauchen keine Atombomber, von denen AKK 45 anschaffen will, die dann die erwähnten US-Atombomben ins Ziel tragen sollen, damit Deutschland weiterhin nuklearer Teilhaber ist. Und das Ziel, wo soll das sein? Wenn man den Medien folgt, kann das nur Russland sein. Denn das ist und bleibt Feindbild Nummer eins. Wir brauchen keine aggressiven Manöver an russischen Grenzen. Russland gibt gegenwärtig 65 Milliarden für sein Militär aus. Die NATO bringt es auf das 15-fache. Und hält viermal so viele Soldaten unter Waffen wie Russland. Wir brauchen keine Bundeswehreinsätze in der Welt, um unsere Werte zu verteidigen, die darin bestehen, uns die wertvollen Ressourcen in den Ländern des Südens zunutze zu machen, möglichst zum Nulltarif. Wir brauchen auch keine europäische Militarisierung. Um Verantwortung zu übernehmen, gibt es viel Wirkungsvolleres. Wir brauchen auch keine Cyberwaffen. Und wir brauchen keinen Raketenabwehrschirm. Wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen eine Regierung, die unser Grundgesetz ernst nimmt und daran ihre Politik ausrichtet. Die nach innen und die nach außen. Unser Grundgesetz hat wunderbare Artikel, zum Beispiel Artikel 25. Ich zitiere. Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Zitat Ende. Und das Völkerrecht hat als wichtigste Rechtsquelle die Charta der Vereinten Nationen. Die wiederum hat in ihrem ersten Artikel Folgendes bestimmt. Ich zitiere wieder. Den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten, durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu bereinigen oder beizulegen. Zitat Ende. Und im Artikel 26 unseres Grundgesetzes heißt es, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Ja, wir haben ein tolles Grundgesetz. Und all die Maßnahmen, die jetzt von der Bundesregierung zur massiven Aufrüstung der Bundeswehr gefordert und angestrebt werden, sind genau das. Maßnahmen zur Vorbereitung eines Angriffskrieges. Denn, wie hat es die VVN Friedrichshain-Kreuzberg in ihrem Aufruf zum heutigen Tag wunderbar formuliert, ich zitiere auch daraus. Der territoriale Bestand der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Rechtsordnung wird heute von keinem fremden Staat in Frage gestellt.
Bedroht werden die Freiheiten der Bürgerinnen eher von autoritären Strömungen im eigenen Land und nicht von ausländischen Streitkräften. Die geplante Förderung der Kriegsfähigkeiten des Militärs wird gerade diese autoritären Strömungen weiter stärken. Soweit das Zitat der VVN. Es gibt keine Anzeichen einer Bedrohung durch Russland oder China. Da muss man sich nur die Rüstungsausgaben von NATO und Russland ansehen oder die Stationierung ihrer Truppen vor der Haustür der anderen. Vor der US-amerikanischen Küste steht keine russische Armee und macht Manöver. Vor Russlands Grenzen aber steht die NATO. Und auch die Chinesen sind zu Hause eher an einer Seidenstraße interessiert als an Trassen für Panzer oder Flugraum für Drohnen. Wir brauchen eine Regierung, die sich um das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger kümmert. So eine brauchen wir. Deshalb wollen wir, dass die Rüstung runtergeschraubt wird und lediglich der Landesverteidigung dient. Und eine Friedens- und Entspannungspolitik endlich ausschließlich das Ziel deutscher Außenpolitik ist. Dankeschön. Liebe Jutta, vielen, vielen Dank für deine engagierte Rede. Und als letzten Redner des heutigen Tages möchte ich euch jemanden ankündigen, der seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Friedensbewegung aktiv ist, der bereits schon bei der Anti-Atom-Tod-Bewegung dabei gewesen ist, als sich damals die Vorgänger der Ostermarschbewegung gebildet haben. Jemand, der innerhalb der Naturfreunde als Bundesvorsitzender über 25 Jahre dafür eingetreten ist, dass der Verband immer da, wo gegen den Krieg und für den Frieden gekämpft wird, da, wo es darum geht, dem Militarismus Nein zu sagen, an vorderster Front gestanden hat, der, wie ich vor einigen Jahren gelernt habe, manches Mal auch schon weggetragen wurde bei Blockaden, als er noch etwas jünger war, sage ich mal, Michael, aber er ist auch immer noch, geht auch heute noch zu Blockaden, wenn es darauf ankommt. Michael Müller, der Bundesvorsitzende der Naturfreunde, schön, dass du da bist, Michael. Vielen Dank, liebe Friedensfreunde. Wir sind hier, weil wir hier an der richtigen Stelle sind. Da oben steht dem deutschen Volke. Und das bedeutet, dass diejenigen, die da drin sind, ihre Verantwortung wahrnehmen müssen für das deutsche Volk. Und das heißt Nein zur Aufrüstung. Das heißt Nein zu Drohnen. Das heißt Nein zur Konfrontation und Säbelrasseln. Das heißt, alles zu tun, um wieder zu einer Friedens- und Entspannungspolitik zu kommen. Liebe Freunde, dieses Jahrhundert, zumal vor dem Hintergrund der Pandemie, wird entweder ein Jahrhundert der Nachhaltigkeit und des Friedens. Das liegt heute an uns. Wir stellen heute die Weichen. Oder es wird ein Jahrhundert der Gewalt und neuer, erbitterter Verteilungskämpfe. Es liegt an uns, was passiert. Und deshalb muss man sagen, wir müssen alles tun, um den noch immer erschreckenden Widerspruch zwischen der Bedeutung des Themas und der öffentlichen Aufmerksamkeit zu beseitigen. Ich finde es schrecklich, wenn beispielsweise in den Medien, auch in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, erst darüber gesprochen wurde, wir müssen wegen Herrn Trump die Rüstungsausgaben erhöhen, und jetzt gesprochen wird, wir müssen das tun, um Herrn Biden zu helfen. Verdammt nochmal, reden wir doch endlich mal über den Kern des Problems. Wollen wir Aufrüstung oder wollen wir Friedenspolitik und nicht so ein Blödsinn der taktischen Auseinandersetzung mit unsinnigen Fragen? Lassen wir uns doch die Fakten angucken. Die Welt ist in der Tat am Rande des Friedens. Und es ist ja nicht so, dass wir heute friedensfrei sind. Im Gegenteil,
Wir sind im Augenblick in einer Situation, wo mit am meisten Krieg in der Welt herrscht, oft verdrängt. So wie wir beispielsweise auch die Vorläufer von Corona verdrängt haben. Das war im anderen Teil der Welt mit SARS und MERS. Das hat uns nicht interessiert. Aber es muss uns interessieren, dass beispielsweise wir im Augenblick auf Platz 7 in der Rangliste der Rüstungsausgaben der Welt liegen. Deutschland ist da ständig gestiegen in den letzten Jahren. Wir müssen wissen, dass seit 2015 die Rüstungsausgaben um über 35% gestiegen sind. Wir müssen darauf hinweisen, dass unter den ersten 10 Ländern der Welt Deutschland die höchste Steigerung an Militärausgaben im letzten Jahr hatte. Und wir müssen auch darauf hinweisen, dass die Welt verrückt ist. Es ist eine Krise des Gehirns. Wenn 10 Länder der Welt 75% der Militärausgaben der Welt tätigen, wie oft will man sich denn noch gegenseitig umbringen? Was soll das? Das muss gestoppt werden. Wir sind hier, weil wir sagen Nein zu dem 2%-Ziel. Das 2%-Ziel ist ein Schwachsinn. Soll es denn beispielsweise bedeuten, wenn unsere Wirtschaft steigert, kaufen wir auch mehr Militär, mehr Panzer? Oder bedeutet es, es wäre ja schön, wenn die Wirtschaftskraft etwas zurückgeht, wir würden die Bundeswehr abrüsten? Darum kann es doch nicht gehen. Es kann doch nur gehen, ob wir das Friedensprojekt Europa fortführen oder heute damit brechen. Ich kann nur sagen, die Europäische Union ist nicht ausgezeichnet worden mit dem Friedensnobelpreis für Aufrüstung. Und das sollten alle, die heute beteiligt sind, endlich mal begreifen. Ohne Frieden ist alles nichts, auch in Europa. Liebe Freunde, wir hatten 1990 die Charta von Paris. Da wurde die Hoffnung gemacht auf ein atomwaffenfreies Europa und möglicherweise auch auf eine atomwaffenfreie Welt. Dafür stehen wir auch heute. Krieg, Militär, Waffen lösen nicht die Probleme, um die es im 21. Jahrhundert geht. Da brauchen wir mehr soziale Gerechtigkeit. Da brauchen wir mehr eine Infrastruktur, die allen Menschen hilft. Und da brauchen wir vor allem alles zu tun, um den Krieg mit der Natur zu beenden, insbesondere den Klimakrieg. Das sind die Aufgaben, um die es geht. Denn wie gesagt, Kriege fallen nicht vom Himmel, sondern sie entwickeln sich aus solchen Konflikten. Und natürlich abschließend sagen, wir müssen aufpassen. Es ist in den letzten Monaten wieder modern geworden, von einer europäischen Armee zu reden. Abgesehen davon, dass es eine Armee der Europäischen Union ist und nicht Europas, wenn es überhaupt so etwas gibt. Es ist sowieso ein Riesenproblem, dass die Europäische Union immer mehr gleichgesetzt wird mit den Interessen der NATO. Das kann und darf nicht sein. Wir sagen Nein zu einer europäischen Armee. Eine europäische Armee bedeutet, Deutschland wird Atommacht. Und es wird dann eine anonyme Institution in Brüssel entscheiden, ob die eingesetzt werden oder nicht. Eine europäische Armee bedeutet, wir haben einen Doppelhaushalt für Militär. Es wird noch dramatisch steigen. Es bedeutet, es gibt keinen Parlamentsvorbehalt mehr gegen Krieg. Und deshalb hört auf mit dieser blödsinnigen Formel europäische Armee. Ich sage das auch in Richtung auf unsere grünen Freunde. Ihr habt euch da aufs falsche Pferd gesetzt. Das geht nicht. Also abschließend. Am Montag ist es 50 Jahre her. Da ist ein deutscher Bundeskanzler in Warschau auf die Knie gegangen und hat um Entschuldigung gebeten. Wir dürfen dieses Kapital nicht verspielen. Deutschland muss alles tun, dass Europa eine Friedensmacht bleibt. Vielen Dank.
So, lieber Michael, vielen, vielen Dank für deine Rede. Alle, die Transparente hatten, bringen Sie dann nachher bitte hier zur Bühne. Wenn Sie Ihnen vielen Dank, dass ihr die Auflagen eingehalten habt, dass ihr da wart, dass ihr gemeinsam deutlich gemacht habt, wir wollen nicht, dass der Rüstungshaushalt erhöht wird. Und Pablo, du hast die Bühne. Ich will mein Gefühl ganz kurz nur so auszudrücken. Es ist mir eine Ehre, für euch alle, die heute hier sind, zu spielen und singen zu dürfen. Danke dafür. Für alle. Eine der schönsten Lieder Südamerikas habe ich jetzt mitgebracht. Es geht um das Leben. Wir sind hier für das Leben. Nicht nur gegen, sondern wir sind für das Leben. Das Leben ist so was Wunderbares, was uns geschenkt worden ist. Wir sind ein sonderbarer Planet in diesem Universum. Vielleicht eine der schönsten Gaben, die das Universum durch uns in der Natur ausgedrückt hat. Das erleben wir gerade auf diesem Planeten. Und das zu schützen, sind wir hier. Deshalb, gracias a la vida. Ich danke dem Leben. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes, la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. ¡Vamos ahí! Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano. Cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fruto del cerebro humano. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando hoy la ruta del alma de la que estoy amando. La ra 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 ra. Quien me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle, tu patio. La, 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto hoy. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. La, 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 la,
gracias a la vida, gracias a la vida. Violeta Parra de Chile. Muchas gracias, muchas gracias. Bevor ich das letzte Lied singe, ich weiß, uns ist allen kalt, meine Finger können kaum spielen, wo gelte, möchte ich ein etwas mächtiges Lied, etwas Provokatives euch singen. Ich habe mich da reinversetzt, was passiert in den Köpfen der Leute, die riesige Geschäfte machen und spekulieren mit Blut und mit Krieg. Und da habe ich dieses Lied geschrieben. Nun habe ich ein paar Millionen endlich geerbt. Wo soll ich investieren? Welches Rezept? Doch meine guten Freunde wissen es schon längst. Langjährige Erfahrung in Ost und West. Da wo Blut fließt, da macht man Gold raus. Da wo Blut fließt, hält sich das Gewissen raus. Da wo Schmerz fließt, das ist wie Goldrausch. So leicht war es noch nie, im Namen der Demokratie. Hey, 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 hey. Ob's um Lithium geht oder um Waffentrades, Söldner vermittle ich gern in nah und fern. Ausreden find ich leicht, man schaffe Krisenzeit, man verfeinde schnell und breit ganze Regionen mit Religionen. Denn da wo Blut fließt, da macht man Gold raus. Da wo Blut fließt, hält sich das Gewissen raus. Da wo Schmerz fließt, das ist wie Goldrausch. So leicht war es noch nie, im Namen der Demokratie. Hey, 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 hey. Man manipuliere die Meinungsfreiheit. Journalisten sind nicht erwünscht. Jeder hat einen Preis. Diplomaten, Militärs, zahl ich ihren Fleiß. Denn da, wo Blut fließt, da mach ich Gold raus. Da, wo Blut fließt, hält sich das Gewissen raus. Da, wo Schmerz fließt, das ist wie Goldrausch. So leicht war es noch nie, im Namen der Demokratie. Hey, ey, 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 und es ist wie Shopping gehen. Koffer statt Portemonnaie. Letztendlich ist der Profit phänomenal. Boom. Oh. Ladies and Gentlemen, ein uraltes Lied zum Abschluss. Es war toll. Alle Redner waren fantastisch. Ich habe genossen. Ich habe wieder mein Gewissen erfrischt und Kenntnis erfrischt. Man muss so wachsam sein. Und es ist toll, dass wir hier sind. In unserem Namen geschieht das nicht, was da gemacht wird. In unserem Namen nicht. Und zum Abschied, alle zusammen, bitte helft mir mit diesem wunderbaren Lied, uralt. John Bass, Pete Seeger hat schon gesungen. Ihr kennt es alle. Ich brauch's gar nicht ansagen. Es geht los. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart I do. That we shall overcome.
Oh, deep in my heart, I do believe that we'll walk hand in hand someday. We are not alone. We are not alone. We are not alone. So dear, we are not. How deep in my heart I do think we do believe that we shall overcome someday. Yes, nochmal. Shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Dankeschön. Wunderbar, wunderbar. Vielen Dank. Bleibt, wie ihr seid. Toll. Pablo, vielen, vielen Dank für diesen tollen Abschluss. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr da gewesen seid. Gebt bitte nochmal einen Sonderapplaus für unsere große Friedenskämpferin, die Forderung zum Bundestag getragen hat. Ute von Fian der Menschenrechtsorganisation und Ute von den Naturfreunden ist ja eines, hat sich dazu bereit erklärt gehabt. Euch vielen Dank und danke, dass du schon winkst. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Kommt alle gut nach Hause. Danke, dass ihr da wart. Bleibt gesund und ihr wisst, wir kämpfen weiter. Und wenn die Frage der Drohnenabstimmung hier im Deutschen Bundestag ansteht, werden wir selbstverständlich hier wieder da sein, gemeinsam demonstrieren dagegen, dass die Drohnenanschaffung für bewaffnungsfähige Drohnen beschossen wird. Vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause. Die Veranstaltung ist geschlossen. Pablo, wie immer, vielen Dank. Gerne, mein Lieber, gerne. Es ist mir immer eine Freude, dabei zu sein.